Warum gibt es in Thailand so viel Verkehrstote und so viel Verletzte? Um dieses Thema geht es in dem heutigen Video mit anschaulichen Beispielen, die ich hier mit einspiele. Also es wird spannend, bleibt dran. Ich habe mir auch mal dazu die Statistik des Thai RSC angeguckt. Das ist hier die offizielle Seite vom Verkehrsministerium, wo auch regelmäßig diese Statistiken veröffentlicht werden. So, das ist die Statistik von diesem Jahr. Da sieht man schon, dass es bis jetzt im halben Jahr 6.743 Tote gegeben hat und 385.000, knapp 385.000 Verletzte durch Verkehrsunfälle. Hier in der Spalte kann man das nochmal sehen, dass die Masse an Motorradfahrern ist und ja, dagegen eben nur ein geringerer Teil an Autounfällen stattgefunden hat. Im Verhältnis 81% Motorrad, 19% Auto. Hier auf der nächsten Seite kann man nochmal sehen, dass die Statistik von dem letzten Jahr, da waren es 14.118 Tote und 808.600 Verletzte, die eben durch Verkehrsunfälle entstanden sind. Die Statistik kann sich natürlich jeder ansehen. Ich verlinke die Internetseite vom Thai RSC hier unten in der Videobeschreibung. Ja, ein weiterer Grund für die vielen Verkehrsunfälle hier ist vielleicht, es gibt natürlich in Thailand auch Verkehrsregeln, aber ich denke, dass die niemand oder kaum jemand eben kennt. Wenn man sich dazu mal ansieht, inwiefern man hier einen Führerschein erlangen kann, das ist also wirklich für jeden keine große Hürde und das ist natürlich relativ einfach gehalten. Falls es euch interessiert, dass ich darüber auch nochmal ein Video mache, wie man hier den Führerschein erwerben kann, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, mache ich gerne. Ich fahre mal zum Straßenverkehrsamt hin, schaue mir das da mal an und stelle da auch ein paar Fragen. Und dann werde ich das hier mal online stellen. Darüber hinaus haben die meisten Motorradfahrer zumindest hier in Thailand keinen Führerschein, sondern fahren eben einfach mal so auf blauen Dunst los. Mal gucken, was passiert, so nach dem Motto. Bei den Autos weiß ich nicht genau, da würde ich mal vermuten, die Masse hat einen Führerschein, also hauptsächlich wohl in den Großstädten. Auf dem Land mag das auch schon wieder etwas anders aussehen, aber wenn man manche Verkehrsteilnehmer hier mal so sieht, wie die sich hier im Straßenverkehr bewegen, da kann man also schon von Weitem ganz deutlich sehen, dass die wahrscheinlich keinen Führerschein haben und auch oder gar keine Ahnung, was die machen oder was sie machen müssen oder wie man sich im Straßenverkehr verhält. Hier sehen wir jetzt mal eine rote Ampel. Da möchte also ein Fußgänger über diese rote Ampel drüber gehen. Die Ampel schaltet auf Rot. Und wir kommen jetzt gleich mal gucken, was jetzt hier passiert. So, der Fußgänger geht los. Und der Bus rechts lässt sie zwar durch, fährt aber dann trotzdem bei Rot weiter. Und der gegenüberliegende Bus auf der rechten Seite beachtet das Rot überhaupt nicht. Die Mopeds oder Motorradfahrer überhaupt nicht. Also das ist auch sehr, sehr gefährlich hier. Ein Beispiel können wir jetzt mal hier sehen, was für mich absolut unverständlich ist. Also man sieht, von hier ganz hinten kommt ein Motorrad und fährt also ungebremst in diesen PKW hinein. Kann ich überhaupt gar nicht verstehen. Also wenn ich schon sehe, dass ein PKW in die Kreuzung hineinfährt und ich bin auf dem Zweirad, dann nehme ich ja zumindest mal Gas weg oder bremse ja schon mal leicht an, dass ich langsamer werde, weil ja wirklich zu erwarten ist, dass das Auto weiter über die Kreuzung fährt. Aber das hat ihn nicht interessiert. Der ballert da ungebremst rein und landet dann hier hinten auf der Ladefläche von diesem Pickup. Oder hier der nächste Kandidat, der kommt auch von der anderen Seite von der Kreuzung, relativ große Kreuzung. Und fährt einfach mal eben geradeaus hier in den wartenden Gegenverkehr hinein. Ja, warum, bleibt wohl sein Geheimnis. Oder vielleicht war er auch alkoholisiert. Das spielt natürlich auch öfters eine Rolle hiermit. Das kann natürlich durchaus sein. Aber ansonsten, ja, völlig unverständlich. Vor allen Dingen auch ungebremst. Also wahrscheinlich nicht gesehen, dass da ein Hindernis ist oder sonst irgendwas. Verstehe ich einfach manchmal nicht. Zudem scheint die Polizei hier auch nicht wirklich imstande zu sein, irgendwelche Strafen durchzusetzen oder die Verkehrsregeln durchzusetzen. Das interessiert hier auch niemanden, so wie man das auf der Straße sieht. Also alles ist irgendwo, ja, relativ. Man kann natürlich davon ausgehen, dass die Polizei vielleicht auch nicht wirklich ein großes Interesse dafür hat, da irgendwelche Strafen zu verteilen oder eben auch die Verkehrsregeln durchzusetzen. So, das ist auch noch so ein klassisches Beispiel hier, dass dir jemand auf deiner Fahrspur entgegenkommt. Hier nicht nur einer, sondern mehrere. Also bei uns nennt man das Geisterfahrer. Hier steht das eigentlich auch unter Strafe, dass das mit einem Bußgeld geahndet wird, aber es interessiert halt niemanden. Aber das sieht man leider hier auch jeden Tag.
Es gibt des Öfteren natürlich Kontrollen auf den Straßen. Da wird halt eine Straßenseite gesperrt und dann werden eben ja, entweder Autos oder nur Motorräder rausgezogen, um die zu kontrollieren. Aber selbst wenn man hier ohne Führerschein unterwegs ist, ist das auch kein großes Problem. Das kostet hier für Thailänder 200 Baht und für Touristen 1000 Baht. Die bezahlt man dann auf der Polizeistation und dann kann man eben wieder des Weges ziehen. Also es hat keine Konsequenzen. Es gibt hier natürlich auch Radarkameras, die eben Rotlicht verstärken. Stöße eben ahnden oder eben auch fotografieren. Geahndet wird das Ganze mit 500 Baht, egal welcher Verstoß das ist und die man dann eben bezahlen sollte. Wenn man mit einem Rotlichtblitzer ein Foto bekommt, ja, dann scheren sich die meisten Thai-Leute hier überhaupt nicht darum, bezahlen das auch nicht. Aber diese Sache wird dann auch nicht weiter verfolgt. Also insofern ist es eigentlich völlig egal, ob man geblitzt wird oder nicht. So, das ist ja auch so ein Klassiker, das kann man auch jeden Tag auf der Straße sehen. Und zwar die Fahrzeuge, die jetzt hier rechts vorbeifahren, das ist die Gegenspur. Die stellen sich nicht hinten an und warten, bis es frei ist. Nein, es wird sofort rausgezogen, sich vorbeigedrängelt. Die Fahrzeuge, die von vorne kommen, wissen jetzt natürlich auch nicht mehr wohin. Damit machen sie die ganze Sache noch schlimmer, blockieren alles. Ich weiß nicht, was das soll. Einfach sich mal in der Schlange anzustellen, das bringt also überhaupt gar nichts. Da möchtest du am liebsten manchmal aussteigen, den rausziehen und fragen, sag mal, wo willst du eigentlich hin? Sollte man eben mal bei einem Verkehrsverstoß erwischt werden vor Ort und von der Polizei angehalten werden, dann bezahlt man die Strafe, man bekommt dann natürlich eine Quittung darüber. Und wenn man diese Quittung vorne in die Windschutzscheibe legt, dann kann man den gleichen Tag bis 24 Uhr nicht nochmal belangt werden, selbst wenn man nochmal zu schnell fährt oder irgendwelche anderen Verstöße begeht. Wenn man dieses Ticket in der Windschutzscheibe hat, dann gilt das für den ganzen Tag. Und danach kann man eben so schnell fahren, wie man möchte. Man kann nicht nochmal bestraft werden. Was leider auch immer sehr, sehr häufig vorkommt, ist das Verlassen eines Unfallortes, das heißt so wie hier, der Herr fährt hier jemanden an, aber anhalten ist natürlich nicht gedacht, sondern die fahren einfach weiter, ja, scheren sich da nicht drum. Das ist leider sehr, sehr oft hier so. Das betrifft auch Motorräder zum Beispiel an der Ampel, die fahren ja zwischen den Autos durch, weil sie ja das nicht abwarten können und beschädigen dabei natürlich auch die Autos, aber da wird natürlich nicht angehalten oder gefragt oder gesagt, was ist kaputt, natürlich nicht, ne? Da fährt man auch mit dem Moped einfach weiter und kümmert sich da eben nicht drum, ne? Lass den anderen doch aus seinem Schaden sitzen, ne? Und das finde ich also wirklich sehr, sehr unfair hier, weil du als Autofahrer im Stau natürlich keine Möglichkeit hast, hinter dem auch hinterherzukommen. Sowas wie das hier meine ich zum Beispiel, wenn das Motorrad zwischendurch kommt, hier zack, zack, schön die Autos demoliert. Ja, Fazit von der ganzen Sache, solange hier niemand die Verkehrsregeln einhält oder die vielleicht sogar auch gar nicht kennt, wird sich hier auch nichts ändern und wenn die Polizei dann nicht hart durchgreift, dann tut sich da überhaupt nichts und die Statistik mit Verkehrsunfällen oder auch Todesopfern wird sich wohl kaum ändern. Ja, das ist auch schon wieder das Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht oder was eure Erfahrungen hier vielleicht in Thailand im Straßenverkehr sind. Das würde mich mal interessieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye, ciao, ciao.